Willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Ja, ihr seht, wir sind wieder da, wo wir uns letztes Mal aufgehört haben. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich das eigentlich noch nicht so hinnehmen wollte. Dass wir einfach so gestorben sind. Sagen Sie natürlich jetzt, ob jetzt überhaupt jemand ist. Keine Ahnung. Oh. Da hinten ist einer. Wow, hallo. Ich habe jetzt auch die MP443 mit. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ja, ist auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was er für eine Waffe hat. Auf jeden Fall scheinbar eine bessere als ich. Oh, das ist ein Kumpel. Das ist natürlich auch die... auch eine Möglichkeit. Ich weiß es halt nicht. Wow, fick dich. Hab mich übelst erschrocken. Übelst erschrocken. So, war das jetzt der oder war das ein anderer? Tja. Ich würde tatsächlich erstmal rumgehen. Hä? Ich konnte gerade nicht zielen. Also, gut, den haben wir. Sehr nice. Haben sogar zwei Leute. Sieht echt sexy aus, der Typ hier. Echt. Ich nehme die. Ja. Die Shorty. Oh, das Wasser im Hintergrund ist so extrem laut. So, die Weste nehmen wir natürlich auch. Gucken nochmal in den Taschen nach. Und finden in den Taschen. Oh, was ist das? Naja, grüne Bohnen. Geht doch auch, oder? So, der ist auf jeden Fall down. Jetzt können wir, wenn ich mich irre, hier sogar eine relativ gute Waffe finden. Was ist es denn? Die AKS-74U. Sehr nice. Er hat auch nur so einen Brille, kein Helm, kein Headset. Headset, weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht. Warum alles braucht? Keine Ahnung. Die Weste wiegt immerhin 2,5 Kilo. Crazy. So, Taschen durchsuchen. Backpack hätte er sogar. Dabei wollen wir aber nicht. Und ein T-Bag. Ich habe ein MBSS. Gut, 4 ist wirklich nicht drin. Ist egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal 30, 55 Schuss und für die Shorty, die haben wir ja noch mehr. Können wir mal gucken. Ah, alles klar. Nehmen wir die Shotgun und laden das mal nach. Oh, warum hat denn da so ein schönes Visier hier drauf? Das ist ja crazy. Kann man das hier auch runternehmen? Das würde mich ja mal interessieren. Wenn ich das hier runternehme. Ich meine, ganz ehrlich, bei der Shotgun brauchen wir diesen Mist da nicht. Dann gucken wir mal hier lang. Hier rein. Haben wir ja zumindest mal hinten diese Stinksbumsi. Ich kann sogar mal. Okay. Cool. Ich kann sogar die Mui untersuchen. Oh, jetzt können wir das installieren. Ich würde das mal gern wirklich auf die... Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Inspect. Kompatibel mit MR133. Ist ja die. Okay, dann lassen wir es da drauf. Ich hätte jetzt gedacht, das würde halt funktionieren. Macht halt für mich persönlich mehr Sinn auf so einer geilen Waffe als auf so eine scheiß Shotgun. Der Wasser ist so laut, wenn ja einer mich das hier anschleicht. Jo, ich würde es nicht mal mehr können. Was ist das denn hier? Genau, jetzt ist. So, wir haben tatsächlich jetzt was gemacht. Wir haben sogar was, fand ich cool. Stimmt, da können wir jetzt mal gucken. Hier hinten waren noch ein paar Autos. Ich weiß gar nicht, ob man in das Auto reingucken könnte. Nö. Wundert mich allerdings auch weniger.
So, hier ist nichts, hier ist nichts. Können wir mal in den Bus reingehen? Ob hier irgendwo was liegt? Oh ja, Rubel. Rubel, Rubel, Rubel. Mit den Rubeln, also ich habe ja im Menü relativ viele Rubel sogar liegen. Also ich glaube, ja, 20.000 Rubel habe ich. Ob man da in-game, also hier jetzt drinnen direkt was machen kann, das ist natürlich die Frage, wenn man so Punkte hat, wo man halt Sachen kaufen kann und so und vielleicht auch verkaufen kann, das wäre cool. Ob das dann soweit wird, gute Frage. Dann nehmen wir hier die AKS-74U. Die ist ja doch ein bisschen besser vielleicht als Shoti. Hier unten war ich noch nicht. Ich kann also nicht sagen, was jetzt passiert. Entweder sterben wir gleich oder wir überleben noch ein bisschen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wenn ihr lauft, könnt ihr mit dem Mausrad die Laufgeschwindigkeit verringern oder erhöhen. Das ist eigentlich echt cool. Man kann sich halt auch anschleichen. Bisher habe ich noch nicht so wirklich gerafft, wie laut man eigentlich ist. Also ich höre natürlich die Menschen, ja klar. Also ich höre meinen Fuß, meine Tritte. Und ich habe auch tatsächlich bei der PvP die Gegner gehört. Und, da ist einer. Da ist einer. Frage ist natürlich, hat er mich auch gesehen? Da müssten wir jetzt echt... das sind sogar zwei Guys. Hier ist ein Guy und da ist ein Guy. Ich glaube, er hat mich noch nicht gesehen. Komm runter hier. Jetzt hänge ich natürlich richtig scheiße fest. Klar. Macht's natürlich super. Hallo. Stuck in the middle of the... Aua. Hä? Bist du nur behindert oder was? Stacheldraht. Stacheldraht ist nie gut. Niemals. Wie ich hier rum... rumlegge. Oder rum... keine Ahnung, was das ist. Da ist einer. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Da hinten rennt noch einer rum. Ne, der hat mich nicht gesehen. Ich muss ja mal irgendwie rauskommen. Am besten. Aua. So, jetzt aber. So, mal gucken, wie weit ich komme. Oh, dass mich jemand sieht. Wahrscheinlich nicht so weit, ich weiß es jetzt schon. Aua. Trinken müsste ich mal was, habe aber natürlich nichts. Ich muss mal gucken, ob die Bohnen. Vielleicht die Bohnen, die Erbsen. Oh, okay. 35 Energy und 5% Water. Na gut. Wie viele Guys waren es hier? Zwei. Wir haben zwei Guys. Sache natürlich. Kommen wir hier ein bisschen rein. Ich meine, hier vorne rein kann jeder. Ob das jetzt die beste Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Ich könnte es auch schon schießen. Ich habe aber Schiss, dass wenn ich schieße und nicht treffe, dann ja 50 Leute kommen. Ich schieße einfach. Was sagt ihr? Dann müsste mich eigentlich wirklich sehen. Jetzt ist er weg. Scheiße. Hätte ich mal nur geschossen. Hey, wo laufen die denn lang? In der Macke oder was? Einer ist tatsächlich tot. Der andere weiß nicht, wo der ist. Oh mein Gott, ich bin runtergerutscht. Könnte man jetzt auch sagen, ey, yo, wir nehmen einfach mal die Shoti. Gehen mal run hier, so richtig. Und ficken ihn. Oder er fickt uns.
Ich komme hier hinten lang. Ich konzentriere mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Okay, hier hinten geht's nicht lang. Schade. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt nachladen, ja. Ich weiß nicht, wie viel Mut. 13 Schuss. 13 Schuss müssen eigentlich reichen. Bam. Wo bist du hin, du Wichser? Du Wichser, come run here. Ein Typ noch. Auf jeden Fall. Vielleicht auch mehr. Ich guck mal hier rein. Ich finde schon, dass er extrem langsam läuft. Ist da vorne. Na, du Stricher? Komm, du musst mich doch jetzt gehört haben. My friend. Wenn er hier irgendwo reinkommt, dann würde ich ihn auf jeden Fall treffen, ohne Mist. Mit einem Schuss, theoretisch, müsste ich ihn ja töten. Schenge. Hallo. Ich glaube, ich sterbe. Ich bin jetzt viel zu vorsichtig. Sehr nice. Bam. So, jetzt haben wir die zwei Typen. Und gucken erstmal herum, ob noch jemand ist. Man weiß es ja immer nicht. Gut, ein bisschen unrealistisch finde ich. Guck mal, wir haben 2017 und die Dinger lassen sich ja nicht bewegen. Ohne Mist. Naja. Gucken wir mal in die Cass und sagen, dass hier Rubel, yeah. Rubel, yeah. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich habe jetzt schon wie viel Geist? 4 Geist immerhin schon erledigt. Klingt erstmal nicht schlecht. Boote. Guck mal, was in den Booten drin ist. Wäre auch interessant. So, ich sehe ja niemanden mehr. Wir können also erstmal looten. Gut, die gleiche Waffe. AK. Oh ne, AK 74N. Puh. Jungs, was nehmen wir? Die AK-74N. Was ist das hier? Oder die Shotgun. Shotgun würde ich homophilen. Removes Pain. Und was? Und was removed ist noch? Contusion. Na komm, hängen hier nicht so rum. Die Muni nehmen auf jeden Fall ein Logo, mein Po. Papier. Warum habe ich Papier mit dabei? Tja, was nehmen wir denn? Ich würde tatsächlich gib ihm das hier und nimm mir das. Geht nicht. Die Waffe an sich müsste ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein. Hä? Tja, AK-74N und AK-74U. Und noch eine Shotgun. Puh. Ein Helm. Ein Helm nehmen wir auf alle Fälle mit. Ach, ich bin so dämlich. Ist der Helm wieder weg? Oh, hier. Take unknown. Ortige. So, kann der was machen? Okay, Speed minus 3, aber Armor zumindest. 40 Armor-Punkte, also 40. Geht ja, oder? Ich weiß nicht, wie viel. Achso, ich habe noch 12,4 von 40. Alles klar.
Interessant wäre ja mal, wie viel kann ich hier. Ah. Shotgun-Muni geht? Shotgun. Ja doch, klar, Shotgun-Muni. Habe ich mehr als genug. Also mich hat jetzt ein bisschen irritiert, nehme ich jetzt wirklich das oder nehme ich das andere? Weil ich habe jetzt für zwei Waffen halt nur die paar Schuss. Crackers. Die Cracker nehmen wir auf jeden Fall mit. Logisch. Das Tape brauchen wir nicht. Im Nahkampf ist die Shotgun schon besser. Ach, ich weiß da auch nicht so richtig. Was sagt ihr? Ich würde jetzt wirklich die hier die Munition raushauen. Tschü und die Shotgun mitnehmen. Shotgun auf den Rücken. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir einmal die AK-47N, also die Krause AK und halt die Shotgun. Ich nehme die Shotgun eigentlich jetzt wirklich mit, weil ich der Meinung bin, dass man damit besser kommt. Was soll ich denn mit dem Schraubendreher, Jungs? Interessant wäre natürlich so ein paar Waffen-Equipments, wo man wirklich die Waffe ein bisschen modden kann. Darauf hätte ich eigentlich richtig Lust. Ah, das ist hier drin. Das ist Batterie. Was ist eine Batterie? Was braucht jetzt eine Batterie? Und Diffuel. Keine Ahnung. Bisschen, ja. Ich glaube, finde ich, dass man. Also, auf der einen Seite finde ich es gut, dass man hier wirklich jeden einzelnen Schieber aufmachen kann. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön nervig, wenn du halt irgendwas brauchst und einfach nur gucken willst. Du musst ja wirklich vier solche Dinge erstmal durchsuchen. Im Endeffekt weiß ich ja jetzt, dass hier keiner ist. Aber beim PvP vor allem kann es ja schon mal sehr, sehr schnell vorkommen. Dass da plötzlich einer kommt. Interessant ist natürlich auch. Was? Room 214. Dorm Room 214 Key. Sache ist, brauche ich das? Brauche ich nicht? Ich habe keine Ahnung. Die Schlüssel machen für mich keinen Sinn, weil ich finde auch ein Schlüssel ein Platz. Ja, schön betrieben. Ohne Lampe, Zigaretten und eine Goldkette. Die kann ich ja verticken, oder? Theoretisch. Wäre halt cool, wenn das geht. Sollen wir jetzt vielleicht so ein bisschen wertvolle Sachen? Und guck mal hier, ein schönes Zibo. Und verkauft das dann halt auf irgendeinem Markt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Film Babylon AD mit Vin Diesel. Da ist er am Anfang da auch auf so einem Russenmarkt. So muss es hier eigentlich auch sein. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich stehe es nämlich gerade. Ich brauche mal ein bisschen Water. Na, wenn hier nichts drin ist, oder? Naja, egal. Liegt so viel Scheiß rum, aber es ist alles nicht brauchbar. Hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Interessant wäre natürlich. Ich renne jetzt hier hoch, weil ich denke, boah, ist hier keiner da. Und dann ist ja einer da, das wäre richtig mies. Rubel, noch mehr Rubel. Ja, immerhin. 2.500 Rubel, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Jetzt hänge ich ja fest. Mann, wie dumm. Ich würde jetzt einfach mal. Geht man vorsichtig hoch oder geht man nicht vorsichtig hoch? Okay, wir gehen nicht vorsichtig hoch. Oh, ein Safe. In dem Safe müsste ja immer was Wertvolles drin sein. Alles klar. Hat man also schon gelootet? Logisch. Ihr seht, so geht das eigentlich. Man kommt gar nicht richtig voran. Hier ist ja nichts drin. Oh doch. Dollar. Sogar Dollar. Das braucht man sicher nicht. Hier ist irgendwie eine Pferdefigur. Crest-Item. Aha. Das ist ja auch ein Crest-Item, nö.
Das ist echt ein Quest-Item. Cool, gibt sogar Quests. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das erinnert mich dann so ein bisschen an vielleicht Stalker oder so. Wo man halt in so einer Abholung. Na gut, das ist ein bisschen übertrieben. Weil da ging es ja um so eine verseuchte Welt, aber generell so erinnert mich das schon ein bisschen. Obwohl ich mir ein neues Stalker wirklich wünschen würde, das war ein cooles Spiel. Das ist auch schon ewig her. War ich noch jung? So, ansonsten sieht man halt nicht viel. Man hat hier nicht so viele Geist. Was auch ganz gut ist wahrscheinlich. Sonst wäre ich wirklich tot. Ich würde jetzt gerne mal zu so einem Boot gehen. Guck mal, das sieht irgendwas. Naja. Das sieht ein bisschen fail aus. Kann ich überhaupt zu einem Boot steigen? Ich kann es mir angucken, aber nicht drauf, okay. Schade. Das Wasser klingt ein bisschen ganz komisch. Schauen wir mal hier drauf. Vielleicht können wir hier drauf gehen? Nee. Schade. Die Boote sind auch gar nicht festgemacht. Sehr echt. Wer macht schon sein Boot nicht fest? Hallo? Geht's noch oder was? Man muss echt sagen, dass es so abgefuckt hier aussieht. Sehen die Boote noch ganz gut aus. Ich wäre, glaube ich, der Erste, der so ein Segelboot nimmt und einfach abhauen würde. Sache natürlich ist es nur. Boah, hört ihr das Wasser? Das klingt extrem. Naja. Komisch halt. Ist das hier ein kleines Klohäusel? Achso. War natürlich nichts. Ach du Scheiße. Irgendwo ist ja einer. Och, geil. Oh, eine Granate geworfen. Hä, ist er jetzt im Wasser da unten? Ohne Mist. Ich muss mich mal bandagieren. Ich weiß nicht, wo er ist. Aua. Ich sehe ja wie scheiße aus. Ich glaube, das geht dazu um die Arme, die Endarme. Use. Geht nicht zu usen. Nein, nicht wegschmeißen. Hä, ich dachte, das geht einfach so. Hallo. Wo ist der Typ? Wir laufen jetzt einfach weiter und ich glaube, wir sterben jetzt. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn echt nicht. Ich weiß nicht, dass ich gleich sterbe, ja. 121. Use all. Sterbe. Ich weiß nicht, aber Morphin, ob man das nehmen kann. Wo ist denn dieser Homo jetzt hin? Ich sehe niemanden. Ohne Mist. Das ist natürlich auch fies. Ich hab ihn. Aber ich glaube, ich sterbe jetzt wirklich. Fuck. Ich sterbe jetzt. Ich nehme das Morphin. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Nö. Hat er was dabei hier? Mein Freund. Ich habe die gar nicht gesehen, ey. Ohne Scheiß. Oh, er hat auf jeden Fall eine coole Weste mit. Sterbe. Fuck. Ich brauche irgendwas. Und die haben nichts mit. Fuck. Fuck. Sterbe. Ich möchte nicht sterben. Ich esse die Cracker. Und ich bin tot.
bringt alles nichts. Ich dachte, das könnte man nutzen, aber nö. Naja, das war schön. War sehr schön mit euch, danke. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool. Und jetzt gleich bin ich tot. Fuck! Aber hey, ohne Mist nicht meckern. Ich habe mit 5 Geist getötet. Und 30 Minuten gespielt. Kill in Action einfach so, weil ich gestorben bin. Naja. Fuck, ey. Was? 1,08 Liter Blut verloren? Cool. Ja, wie machen wir das nächste Mal? Wie machen wir das besser? Gute Frage. Oh, ich bin Level 2. Ja, ich habe gerade was getrunken. Sorry. 5 eliminiert. 5. Und es ist nur PvE, wohlgemerkt, aber die sind schon ganz schön crazy drauf, die Jungs. So, das ist mein generell meine. Wie nennt man das? Meine Ausrüstung. Das gehört mir generell alles, kann man hier so rauspacken und dann gehört einem das halt. Und das ist halt, was ich anhab. Gesundheit kann man hier sehen. Overall. 3 Raids habe ich gemacht. Survived habe ich nicht einmal. Weil es wirklich schwierig ist. PMC habe ich keinen getötet. Doch, ich bin der Meinung, ich habe einen getötet. Naja, wer weiß. Ach so, not available. Deswegen sieht man auch nicht, wie viele. Ich habe 3 Leute. Okay, ja. Okay, keine Ahnung. Wie viel ich getötet hatte. Jo, was kann man hier? Health. Ist bald soweit. Vitality. Maps könnte man, wenn man irgendwas, wenn man was findet, hätte man die hier drin. Und Aufgaben gibt es halt auch nicht. Man könnte sich sogar selbst Notizen machen. Das ist nicht schlecht. Ja, ihr seht, generell ist jetzt nicht mehr so viel drin. Ich habe schon tatsächlich ein bisschen was genutzt. Könnte besser sein, ich weiß. Das war fetzig, muss ich echt sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe 36,7 Grad. Körpertemperatur. Cool. Aber was ich richtig geil finde, das war ja schon immer so, das war ja schon damals so, dass man halt richtig die Waffe modifizieren kann, dass man pro Waffe, also ist natürlich unterschiedlich, dann klar, hat man halt Magazin, könnte man wahrscheinlich noch ein richtig fettes, großes Magazin reinbasteln. Ich weiß nicht, was kann man hier wahrscheinlich so ein Red Dot dran machen. Mündungsfeuer wahrscheinlich, weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung. Equipment Parts, Vital Parts, was auch immer Vital Parts sind. Das hier. You can't modify Vital Parts while the weapon is in your hands. Achso, ich kann das hier drin lassen und nehme einfach die hier. Achso, was ist da? Ist der Griff, okay. Griff können wir wahrscheinlich dann halt griffiger machen oder so, keine Ahnung. Und den geht bei der Waffe auch, aber halt sehr übersichtlich. Witzig wäre, wenn man hier auch sowas modden könnte, dass man halt sagt, man macht vielleicht eine, noch eine Halterung dran oder eine Stahlplatte reinbauen oder irgendwie reinnähen oder wie auch immer. Das wäre cool. Und generell, ihr seht, ich habe richtig viel Wasser dabei, eine Flasche, mehr nicht. Und ein paar Bandagen, naja, egal. Musik ist an sich richtig cool, finde ich. Lockt und bockt. Kann da ruhig ein bisschen leise sein. Safe. Und ja. Steht natürlich da. Ist klar, ist halt eine Beta, die repräsentiert halt nicht die finale Version des Spiels. Klar. Was ist auch dafür da, um zu testen, was gut ist, was schlecht ist. Und jung. Ich würde sagen, damit war es einfach mal. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Escape from Tarkov, denke ich mal, werde ich noch was machen. Vielleicht versuche ich dann nochmal da, wo ich jetzt war, noch ein bisschen weiterzukommen. Ist halt immer schwierig, also man stirbt halt, dann hat das alles weg. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass der Vulkan der Typ plötzlich, ja, keine Ahnung. Und vor allem habe ich ihn nicht gesehen, das ist genauso dämlich.
Vielleicht sind meine Kopfhörer nicht richtig eingestellt, weil ich habe das Problem. Gut, man kann halt nichts einstellen. Also bei anderen Spielen höre ich halt, was von wo was kommt. Hier habe ich das Gefühl, es kommt. Der ganze Sound kommt von überall her. Ist schwierig. Muss ich echt sagen. Headbobbing. Keine Ahnung. Ist ja. Na gut, hier ist eh nichts. Auszuwählen. Jo! Das war's dann jetzt wirklich. Beta-Testing Escape from Tarkov. Cooles Spiel, coole Beta, finde ich bis jetzt. Hat was. Und ich denke mal, ich spiele nochmal ein bisschen was anderes davon. PvP müssen wir mal machen. Probieren wir es am nächsten Mal aus. Ich habe ja Tschüss, muss ich echt sagen. Gucken mal, was ich da drin habe. Naja, nicht viel. Dann PvP zu gehen und alles zu verlieren ist immer wahrscheinlich heikel, aber es ist halt so. Ja, muss sehen. Kriegen wir schon hin. Trading kann man an sich ja nicht befasst, weil wenn ich hier sehe, dass du 37,3 Millionen Ingame-Währung bräuchtest, habe ich natürlich nicht. Kann man hier was kaufen? Man kann was kaufen. Cool, das habe ich noch gar nicht gewusst. Für 23.000. Alter, sehr nice. Und man könnte halt sein Zeug verkaufen. Leute, das ist es. Das probiere ich das nächste Mal aus. Und hier. Ah, was ist das hier? Fans. Oh, was hat denn der denn für einen Scheiß dabei? Läuft. Unknown Item. Kann man das extra meinen? Ja. Hä, es ist ja bekloppt. Ach so, das sind die ganzen Items wahrscheinlich, die ich irgendwo mal freigeschaltet, die ich irgendwo schon mal extra meint habe. Was sieht man jetzt hier? Jungs, ich habe 200.000. Oder? 150, na gut, 184.000. Ey, das wusste ich gar nicht. So, das kriegt man beim Alexander. Aha, kriegt man ein Backpack und ein paar. Ach, so ein Schlagstoff? Ein Schlagstock? Sieht aus wie ein Katana. Ne, das ist irgendwas für eine Waffe. Und beim